Liebe Zuschauer, wir werfen einen Blick auf einzelne Werte. Manz senkt die Jahresprognose. Grund dafür ist ein stornierter Auftrag. Darum rechnet der Vorstand nun für 2015 mit einem moderat rückläufigen Umsatz gegenüber dem Vorjahr und einem voraussichtlich negativen EBIT. Zuvor war Manz von einem leichten Plus beim Umsatz ausgegangen. Zudem sollte ein deutlich positives EBIT zu Buche stehen. Der stornierte Auftrag hat ein Volumen von 12 Millionen Euro im Bereich Electronics, verbunden mit Folgeaufträgen im höheren zweistelligen Millionenbereich. Der Kunde habe sich für eine alternative technische Lösung des Endprodukts entschieden. Ja, und über Manz spreche ich jetzt mit Thomas Rau. Er ist Senior Analyst bei Equinet. Schönen guten Tag, Herr Rau. Manz hat seine Jahresprognose revidiert. Nach einer Auftragsstornierung blickt das Unternehmen weniger optimistisch auf das laufende Jahr. Wer könnte denn hier die Aufträge storniert haben? Man denkt ja bei Manz ja schnell an Apple. Ja, schönen guten Tag. Also ich denke mal, dass dieser Kunde auf jeden Fall, dass der Apple zuzurechnen ist, diese Auftragsstornierung. Und das Ärgerliche ist halt, sag mal, letzten Endes, der direkte Impact ist natürlich mit rund 12 Millionen vergleichsweise gering. Nichtsdestotrotz gab es aufgrund eines Bottlenecks in der Supply Chain dort doch irgendwo einen Engpass, weswegen es auch keine Folgeaufträge gibt. Und diese Folgeaufträge hätten in Summe doch irgendwo einen erhebliches Volumen sowohl in 2015 als auch 2016 gebracht. Wie viel Prozent vom Umsatz fällt denn jetzt künftig weg? Also grundsätzlich gehen wir davon aus, dass mit dem jetzt stornierten Auftrag plus den Folgeaufträgen insgesamt wir über ein Potenzial sprechen von rund 100 Millionen Euro, die, sage ich mal, in dieser Form jetzt nicht kommen werden. Davon erwarte ich einen negativen Impact von rund 60 Millionen Euro für das Jahr 2015 und rund 40 Millionen Euro negativen Impact für das Jahr 2016. Muss man jetzt als Anleger damit rechnen, dass bei Manz weitere Aufträge storniert werden? Man soll niemals nie sagen. Nichtsdestotrotz denke ich mal, es war jetzt ein einmaliger Effekt. Das, was das Unternehmen auch, ich habe mit dem Management gesprochen, im Nachhinein auch dann versichert hat, ist, dass man bei den ganzen anderen Aufträgen, dass man in vielen Aufträgen in Diskussionen ist, dort auch in den Entwicklungen deutlich weiter vorangeschritten ist und es kam ganz klar das Gefühl rüber, dass Manz wirklich auch massiv überrascht wurde von der wirklich sehr kurzfristigen Stornierung des Kunden. War das Ganze eigentlich schon vor der Kapitalerhöhung absehbar? Das ist natürlich die kritische Frage, die im Moment natürlich irgendwo auch am Markt intensiv diskutiert wird. Das Ganze hat natürlich schon ein gewisses Geschmäckle, wie der Schwabe sagen würde, vor dem Hintergrund, dass Manz ja in Mai eine Kapitalerhöhung gemacht hat und auch Herr Manz eigene Aktien noch platziert hat. Grundsätzlich, ich würde nicht sagen, dass Sie es gewusst haben, aber es könnte sicherlich, gab es vielleicht die ein oder andere Indikation, die womöglicherweise dort von dem Unternehmen noch nicht, sage ich mal, in der Intensität dann auch rausgelassen wurde. Drohen jetzt eigentlich auch noch weitere Aufträge wegzubrechen? Das glaube ich nicht. Also ich bin nach wie vor sehr überzeugt von den mittel- bis langfristigen Wachstumsperspektiven von der Manz, insbesondere, sage ich mal, was die Bereiche Display und Battery angeht. Also ich denke im laufenden Jahr, ja, es ist eine Umsatzstelle und dementsprechend auch aufgrund, sage ich mal, der Umsatzstelle und, sage ich mal, gleichzeitig den Fixkosten und den Verlusten in Solar auch ein negatives Ergebnis. Aber ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass es wirklich eine Delle ist und dass wir in 2016 schon zu deutlich besseren Umsätzen und auch Ergebnissen zurückfinden werden. Herr Rau, abschließend, wie lautet Ihre Einschätzung und Ihr Kursziel zur Manz-Aktie nach dem ja dem massiven Abverkauf in den letzten Wochen? Ich werde definitiv bei meiner Kaufempfehlung bleiben, allerdings werde ich das Kursziel doch aufgrund der deutlich geringeren Erwartungen für das Jahr 2015 senken müssen und dieses dürfte meines Erachtens jetzt bei rund 90 Euro liegen. Dann sage ich besten Dank, Thomas Rau, für das Interview. Herzlichen Dank.